Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben hier. In der zweiten Trainingssession im Minental, wenn ich mich nicht täusche. Die dritte Trainingssession ist das. Ich werde hier nach dem ganzen... Nachdem ich beim letzten Mal ganz viele Dinge gefunden habe und Mana verbraucht habe, erstmal Dinge verkaufen und ganz viel Mana wieder kaufen, so viel ich kann. Und genau, erstmal alles loswerden, was ich nicht brauche, den Beutel öffnen und dann kaufe ich den Engor, heißt er glaube ich, beinahe leer. Dann habe ich natürlich noch ganz viel Fleisch dabei, das ich braten kann. Das dauert hier zum Glück nicht allzu lang im Schnellvorlauf. Beim Spielen selbst war das ein bisschen ätzend. Aber naja, ich dachte mal, ich zeige euch mal, wie das dann abläuft, weil ich das bisher immer offscreen gemacht habe. Sowohl im Einser als auch im Zweier. Und ihr seht, das ist nicht wirklich spannend. So, hier ist Biff. Die Orks vor der Burg haben wir schon versucht. Das hat nicht wirklich funktioniert. Ich probiere es hier nochmal aus einer anderen Richtung. Aber das scheint nicht so richtig zu funktionieren. Mit dem Wag allerdings kommen wir zurecht. Und bevor hier dann alles den Bach runtergeht, habe ich beschlossen, werde ich mit Biff einfach nicht zu den Orks gehen. Die Orks aber mal Orks sein lassen. Und stattdessen einfach ein paar andere Ecken im Miedental abräumen. So, erst den Varan hier, dann das Mana wieder auffüllen, dann nämlich die Feuerwarane. Die sind gefährlich. Deshalb will ich da auch immer volles Mana haben. Es war knapp, aber es ging. So, und ich brauche hier schon wieder viel zu viel Mana-Tränke, wenn ihr mich fragt. Hier liegt übrigens Den. Ich glaube, das war mein Quest irgendwann. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Gut, normale Snapper sind kein Problem, wie ihr seht. Da oben ist ein Drachensnapper, der ist alleine. Hier sind zwei, okay. Genau, und da kommt plötzlich noch ein Ork irgendwo her. Keine Ahnung, wo der herkam. Aber, die sind alle umgelegt. Sehr schön. So, ich, muss mal eben schauen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, welchen Level ich hier habe und wie viel Erfahrung ich habe. Ich versuche hier jetzt den einzelnen Drachensnapper aus der Gruppe rauszuziehen. Das Problem ist nur, das funktioniert bei dem einen hier zwar halbwegs, aber ihr werdet auch später noch sehen, es kommt noch öfter vor, dass hier Drachensnapper sind in größeren Gruppen. Mit Biff Drachensnapper zu jagen ist keine gute Idee. Aber ihr werdet später noch sehen, warum. Ich gehe da jetzt nicht zu sehr drauf ein. Nur so viel mit Biff Drachensnapper jagen ist eine blöde Idee. Ich versuche hier gerade mal meinen Schutz vor Waffen und so zu maximieren, um zu gucken, ob ich damit irgendwas reißen kann, indem ich dann mehr aushalte. Aber ihr seht, auch das funktioniert nicht. Dann versuche ich einen Einzelnen rauszulocken. Das Problem ist, genau das ist das Problem mit Biff. Ich kann zwar einen Einzelnen rauslocken, aber sobald er herkommt, rennt Biff auf ihn zu. Und sobald er da vorne ist, kommen alle anderen und greifen ihn an. Deswegen habe ich ihn gerade versucht runterzuziehen, damit er möglichst weit weg ist, aber das hat auch nicht gereicht, weit genug weg zu sein, damit die anderen nicht auf ihn zurennen. So, dann haben wir hier unten noch die Höhle. Da liegen ein paar tolle Sachen rum, aber hier oben sind ganz viele Orks. Und Biff ist hier schon ziemlich angeschlagen, wie ihr seht. Oder, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber der hat hier ordentlich eingesteckt. Und deswegen muss ich ihn erstmal ein bisschen hochheilen. Das liegt daran, dass er nicht mit runterkam in die Höhle, sondern als ich in die Höhle runter bin, ist er oben rumgelaufen und hat natürlich dann die Orks angelockt. So, das ist natürlich genau das Problem hier mit Biff, dass er ein bisschen dämlich ist und mir einfach nur hinterher rennt. Das nicht immer unbedingt intelligent. Aber im Großen und Ganzen ist er dann doch ganz nett. Nett zu haben. Also praktisch, möchte ich sagen. Deswegen möchte ich ihn auch mitnehmen. Und jetzt erstmal nicht ohne ihn im Minental hier rumlaufen. So, hier ist wieder eine Gruppe von Drachensnappern. Wie ihr seht, allerdings den einen kriegen wir so, die anderen in der Höhle. Ich habe geguckt, ob in der Höhle noch was drin ist, ist es nicht. Deswegen gebe ich hier gleich nach wenigen Versuchen auf. Da habe ich mich aus Versehen angesprochen auf das Mitkommen in Richtung Endgegner, was er leider natürlich auch nicht mitmacht.
beziehungsweise Blödsinn, nicht was er nicht mitmacht, sondern was ich natürlich dann erst machen will, wenn ihr zuschaut. Natürlich, so war's. Gut, dann ist da unten ja nicht nur eine Höhle, sondern ein kompletter Durchgang. Dann möchte ich jetzt natürlich dann rein. Oh, ganz viele Dunkelpilze. Aber Spoiler, das reicht leider nicht aus, um nochmal Mana zu kriegen. Aber trotzdem, ich sammle sie und ich esse sie. Und den Park, den holen wir uns noch. So, hier liegen noch ein paar Sachen rum. Die nehme ich alle mit. Hier ist schon wieder so ein Schrein von Belia. Ich finde es ja ein bisschen seltsam, dass hier im Minental nur Belia-Schreine sind und keine Innos-Schreine. Ach nee, Blödsinn, hier ist ein Innos-Schrein, genau. Und da mein Mana leer ist, dachte ich mir an der Stelle, ich kann mir die Mana-Tränke sparen, genau. Und war so intelligent und habe einfach ein bisschen Gold gespendet, weil ich ja ein bisschen Gold hatte zu dem Zeitpunkt. Und das hat mein Mana aufgefüllt. Und analog zum Goldhacken versuche ich hier ein bisschen Erz hacken, aber das hat hier leider nicht funktioniert, da kam nichts raus. Aber ich habe ein oder zwei Spitzhacken gefunden, die ich nachher verkaufen kann. Die bringen ein bisschen Gold. Nicht wirklich viel, aber hey. Blöder Drachensnapper. Problem ist nur, ihr seht, der Ritter wurde aufmerksam, ist mit hergelaufen und der Ritter hat den finalen Schlag gesetzt. Deswegen habe ich hier keine Erfahrung gekriegt. Und deswegen mache ich das Ganze hier nochmal. Kriege die Erfahrung, weil der Ritter nicht kommt, sondern nur Biff und ich. Und von den Echsenmenschen halte ich mich dann lieber doch ein bisschen weg. Das sind mir zu viele. Stattdessen gehe ich hier nochmal am Fluss entlang zurück. Und ihr seht, hier sind Orks. Ich halte den einen auf Trab, während Biff den anderen umlegt. Und dann packen sich Biff und die Blutfliege gemeinsam da fest an der Stelle und machen genau gar nichts mehr. So dass ich ganz alleine eine Ork umlegen muss. Zum Glück habe ich an der Stelle schon genug Erfahrung, um zu wissen, auch mit den Blocken und so, wann die Orks drauf loshauen. Und ihr seht, ich kann hier ganz gemütlich die Sachen einstecken. Hier gibt es einfach nichts. Aber wie gesagt, ich kann hier. Ich habe mittlerweile genug Nahkampferfahrung, gerade mit Orks, dass ich auch blocken und so kann und draufhauen im richtigen Rhythmus. Und so einen einzelnen Ork kriege ich einen Nahkampf platt. Ist zwar nicht allzu einfach, dauert eine Weile, wie ihr seht, aber es funktioniert. So, Wargs dagegen sind böse. Aber mit zweien werden wir gemeinsam fertig. Und ja, ich futter mich dann mal wieder hoch, ne? Mit Halbpflanzen, weil ich's kann. So, dann hätten wir die Seite vom Fluss erledigt. Und dann geht's auf der anderen Seite weiter, ne? So, hier bei dem Lager von Talbin und Engrom war das. Jetzt wird plötzlich Gold von mir, ich weiß gar nicht mehr wegen was. Naja, das Gold aus der Truhe wieder natürlich auf die Hälfte. Gut, die Truhen, die habe ich ja, glaube ich, schon mal gehabt und habe sie nicht geschafft. Nicht geschafft, sie zu öffnen, weil ich keine Niedriche dabei hatte. Hier habe ich genug Niedriche dabei, sodass das diesmal endlich funktioniert. So, und hier kommen wir schon zum nächsten Problem. Denn hier oben gibt es eine Gruppe von Snappern, die natürlich einige Drachensnapper beinhaltet. Die Snapper sind wie immer nicht das Problem, aber die Drachensnapper. Und im Gemenge von den vielen Drachen, von den vielen normalen Snappern treffe ich die Drachensnapper nicht wirklich. Also versuche ich auch mal hier rüber zu laufen, mich daran vorbeizuschleichen, was sehr gut funktioniert. Problem ist nur, Biff ist zu blöd und schafft das nicht. Deswegen lade ich und wollen wir nochmal schauen, ob es hier nicht noch einen anderen Weg nach oben gibt. Und tatsächlich, hier hinten ist noch ein Weg. Allerdings sind hier ein paar Banditen. Ich habe erst versucht hinzugehen, um zu schauen, ob sie mich angreifen. Ja, tun sie, deswegen habe ich geladen, damit ich hier den Vorteil, den Überraschungsvorteil habe, genau. So, dann legen Biff und ich uns hier mit den Banditen an, wobei das nicht so recht klappen will, wie ihr seht. Meistens sterbe ich, gelegentlich stirbt Biff bei einem der Versuche, bei jedem der Versuche. Gut, das funktioniert also nicht. Dann machen wir erstmal die beiden. Nö, klappt auch nicht. So, aber, guck mal, wir können hier rüber. Dann können wir erstmal die Snapper von eben nochmal erledigen. Und dann können wir ja mal schauen, ob wir von hier unten vielleicht was erledigen können. Und zumindest ein oder zwei habe ich umgelegt. Drei. Und dann mal schauen, ob das nicht funktioniert, ne? Aber
Das scheint mir gerade gefährlich zu sein. Ich bin fast tot. Und da legt er mich um. Tja, blöd gelaufen. So, wie gesagt, ich habe jetzt hier ein paar Runden gelegt. Ich probiere es nochmal von der Ecke. Da ist nochmal einer weg. Ohne, dass der große Kampf startet. Aber ihr seht, jedes Mal, wenn der große Kampf startet, Biff sich reinstürzt und ich mit reingehe, damit Biff nicht umgelegt wird. Tja, ne? Das will nicht so richtig. Einer von uns beiden geht irgendwie immer drauf. Diesmal war es wieder ich. Da kam mir die Idee, warte mal, erstmal Mana auffüllen. Vielleicht bringt das ja was. Dann mit Deckung arbeiten. Das ist eine gute Idee, bis Biff auf die Idee kommt, hinten eben dran zu gehen und sich reinzustürzen ins Getümmel. Und, so, dann heile ich mich. Und da hat der Bandit gerade Biff umgelegt im letzten Moment. Ziemlich ärgerlich, um genau zu sein. Er hat es fast geschafft. Das war so knapp. Gut, dann versuche ich es gleich nochmal. Hau erstmal die hier um, weil ich mir dachte, die teilen vielleicht gut Schaden aus. Aber ihr seht, von Biff weit und breit keine Spur. Biff ist tot. Ich versuche es nochmal. Und, wie ihr gerade gesehen habt, die letzten beiden Male haben wir hier geendet. Und deswegen versuche ich mal über den mittleren Eingang hier reinzugehen, den ich ja davor noch nicht kannte. Und wie ihr sehen könnt, ich verbrauche hier ein bisschen mehr Mana. Aber wir haben es geschafft. Die Banditen sind Geschichte. Das hat funktioniert. Sehr schön. Dann hier die ganzen Sachen einsammeln, ne? So wie das sein muss. Schön looten. Und da ist noch ein Apfel. So, erstmal speichern. Apfel essen. Biff heilen. Und dann speichern. Sicher ist sicher. So. Genau, hier ist Engrom. Da ist mir was eingefallen. Nämlich Engrom stand doch auf Pyrogas magischem Brief. Aber, naja, ich hatte mit ihm schon gesprochen. Von daher hat es jetzt gerade nichts gebracht, ihn umzuhauen, weil bringt keine Erfahrung oder so. Hier drin war ich auch schon. Ich komme nicht direkt an den Pfand. Aber er ist dann nochmal ein Stück vorgelaufen. Und dann habe ich ihn ganz getötet. Und das haben die Paladine nicht gemocht. Habe ich dann angegriffen, habe ich wieder geladen. Nun gut. Habe hier nochmal ein bisschen geschaut, was hier ist. Nicht allzu viel. Und dann habe ich beschlossen, ich will Biff loswerden, damit ich hier ein bisschen mich mit anderen Gegnern anlegen kann. So, vielen Dank. Ach nee, doch gar nicht. Hey, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier geht's dann weiter im Sumpf mit Echsen. Auf Wiedersehen.